Bam, Leute, herzlich willkommen zu einem Tutorial. Tja, ausnahmsweise. Und zwar geht es hier um automatische Redstone-Lampen, die nachts über an sind und tagsüber aus. Ja, warum mache ich das? Weil ein YouTuber namens Elkebuch LP, heißt er glaube ich mit vollem Nutzernamen, so etwas in der Art wissen wollte. Und deshalb mache ich jetzt ein kurzes Video dazu. Ja, ist ein netter YouTuber, der Elkeo. Ihr könnt bei ihm mal vorbeischauen, der macht ganz gute Let's Plays. Ja, schaut jeden Fall mal bei ihm vorbei. So, das macht jetzt 5 Euro für dich, Elkeo, da ich Werbung für dich gemacht habe. Also gut, fangen wir an. Für die automatischen Redstone-Lampen brauchen wir 4 Sachen. Als erstens mal den Lichtsensor. Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Übersetzung genauso heißt. Ich habe die englische Übersetzung, da heißt es Daylight Sensor. Ne? Aber irgendwie so in der Art wird es wohl heißen. Dann brauchen wir ganz normales Redstone. Wir brauchen eine Redstone-Fackel und wir brauchen natürlich die Redstone-Lampen. So, das Prinzip ist klar. Wenn Licht auf den Sensor drauf scheint, dann produziert er Strom. Das heißt, wenn wir hier eine Leitung hinziehen, dann leuchtet die Lampe. Gut, das ist aber nicht das, was wir wollen, denn auf diesem Weg leuchtet die Lampe tagsüber, wenn die Sonne hier drauf scheint, und nachtsüber nicht. Es ist nicht genau das, was wir wollen. Das heißt, wir müssen das Signal irgendwie umkehren. Also wenn hier Strom fließt, dass die Lampe nicht leuchtet, und dass wenn hier kein Strom fließt, dass die Lampe leuchtet. Klingt seltsam, aber ist eigentlich ganz einfach. Dafür brauchen wir die Redstone-Fackel. Ich habe es hier hingeschrieben, Redstone-Fackel als Signalumkehrung. Und zwar funktioniert das so. Wenn wir eine Leitung haben, die auf einen Block führt, an dem irgendwo Redstone-Fackeln dran kleben, ist völlig egal wo, dann haben die Redstone-Fackeln Strom. Ne? Also sie spenden Strom. Allerdings, wenn die Leitung jetzt hier an ist, zack, dann spenden die Redstone-Fackeln keinen Strom. Also hier Strom an, hier Strom aus. Hier Strom aus, hier Strom an. Ich denke, das ist nicht allzu schwer zu verstehen. Dasselbe passiert hier. Hier, tagsüber, kommt hier Strom hin. Auf dem Block, das heißt, die Fackel spendet keinen Strom. Die Lampe ist aus. Und wenn es jetzt Nacht ist, kann ich mal kurz machen. Time set 20. Es ist nachts, kein Strom, Fackel spendet Strom, Lampe geht an. Ja, das ist es aber noch nicht ganz gewesen, denn hier habe ich noch was hingeschrieben. Ja, Dankeschön, Wetter. So. Ja. Gut, hier steht 4 Redstone bei Sonnenuntergang. Was soll das jetzt bedeuten? Also wir wollen ja, dass die Lampe angeht, sobald die Sonne untergeht. So, das Ding ist jetzt, die Lichtsensoren funktionieren nicht einfach nur nach dem Prinzip Licht, zack, Strom, kein Licht, zack, kein Strom. Es funktioniert nach Stromstärke. Das heißt, wenn viel Licht drauf scheint, gibt es mehr Strom, also er fließt weiter. Wenn wenig Licht drauf scheint, gibt es weniger Strom und er fließt nicht so weit. Und wenn kein Licht drauf scheint, dann kein Strom, wie jetzt. Ne? Das heißt also, bei Sonnenuntergang gibt es immer noch so ein bisschen Licht, das hier reinscheint. Das erzeugt immer noch ein bisschen Strom. Er fließt allerdings nicht mehr so weit. Und darum brauchen wir jetzt hier 4 Redstone-Leitungen. 1, 2, 3, 4. Denn genau bei Sonnenuntergang springt es von einer Redstone-Stärke von 4 zu 3. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, dann kommt das Redstone nur noch bis hierhin. Das heißt, der Block wird nicht mehr mit Strom versorgt und die Fackel geht an. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Time set 12.500. So, das ist genau der Sonnenuntergang. Die Sonne geht unter. Es hat noch 4 Blöcke weit Strom. Das heißt, die Fackel ist aus.
Und gleich ist es soweit. Die Sonne untergeht. Zack. Jetzt hat das Blöckchen hier keinen Strom mehr. Und die Fackel geht an bei Sonnenuntergang. Ist, denke ich, nicht so schwer zu verstehen. Jetzt ist noch eine Kleinigkeit hier. Der Lichtsensor hier ist eigentlich überflüssig. Den habe ich nur hier hingemacht, weil wenn ich jetzt hier ganz mal Gras hinsetzen würde, seht ihr hier, ist die Leitung hier unterbrochen. Es kann da nicht so ums Eck gehen. Deshalb, ja, wenn ich das jetzt hier so hinmache, sieht das auch irgendwie scheiße aus. Deshalb habe ich einfach hier zwei hingemacht. Aber der Lichtsensor erfüllt keinen Zweck. Das ist völlig egal. Einfach nur, damit es besser aussieht. Gut. Das kann man natürlich erweitern hier. Machen wieder Tag. So, kann man natürlich beliebig erweitern auf seinem Grundstück da eine Reihe ziehen oder noch weitermachen. Gleiches Prinzip, hier haben wir ein paar Lichtsensoren. Schön umzäunt. Wie funktioniert das? Hier haben wir wieder diese vier Redstone. Das sind die Lichtsensoren. 1, 2, 3, 4. 4 Redstone unter dem Lichtsensor. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Nein, nicht ganz. Danach kommt erstmal ein Verstärker. Ein Redstone-Verstärker. Der leitet das Signal weiter. So, jetzt danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Hier Redstone, zack. Dann hier die erste Lampe. Genau die gleiche Konstruktion. Das Redstone an einem Block, wo eine Fackel dran klebt. Und oben dran die Lampe. Dann hier habe ich wieder Redstone-Verstärker hingemacht. Mit ein bisschen Verzögerung hier. Damit die Lampen nicht gleichzeitig angehen, so ein bisschen Verzögerung einbringen, dass sie immer schön nacheinander angehen. Geht es hier weiter, wieder gleiche Konstruktion, Block, Fackel, Lampe. Ja, wieder das gleiche, Verstärker, Block, Fackel, Lampe. Immer die gleiche Konstruktion. Ja, und was hier hinten ist, das ist nicht notwendig, das ist einfach nur eine kleine Spielerei von mir. Das ist eine Notenblock, der so ein komisches Geräusch macht, wenn dann hier die Fackel angeht. Ja, ist natürlich nicht notwendig, ist einfach, ja, habe ich jetzt einfach mal gemacht. So, das Ganze sieht dann natürlich so aus. Wir haben den Sonnenuntergang. Warten ein kleines Stückchen. Und dann gehen die Lampen an. So, mit Soundeffekten. Boah. Ja, eben, wie gesagt, das kann man jetzt natürlich beliebig erweitern, über sein ganzes Grundstück hinausziehen. Ja, dann kann man natürlich ganz viele lustige Sachen mit diesem Sensor machen. Ich habe jetzt mal hier ein weiteres Beispiel. So einen Sicherheitskäfig. Sicherheitskäfig, bei dem man seine Diamanten aufbewahren kann oder irgendwelche total wertvollen Bilder aufhängen kann. Oder doch, hier sollte eigentlich ein Villager drin sein, der ist irgendwie geflüchtet. Kann man hier so verrückte Wissenschaftler einsperren. Ja, ich mache jetzt hier mal den Sicherheitsschalter aus, damit das ganze System funktioniert. Zack. Und das Ganze ist verriegelt und beleuchtet. Ich mache nochmal ganz kurz, damit man sieht, dass es auch wirklich auf Sensoren basiert. Nicht einfach, dass ich den Schalter umgedreht habe. Timeset 12500. So. Und es geht wieder aus, weil es Tag ist. So. Und bei Nacht aktiviert sich das Sicherheitssystem. Die Lichter gehen an, das Tor wird verschlossen. Zack. Und abgeschlossen. Tja. Einbruchssicher ist es deswegen trotzdem nicht. Ein Jump'n'Run-Profi kommt da natürlich immer noch rein. Aber das ist jetzt, war ja nicht Zweck der Sache. Ja, ich hoffe, ihr habt das einigermaßen gut verstanden. Ich gehe nochmal kurz zur Konstruktion hin, damit ihr das nochmal seht. Uch. So. Es ist wirklich, die Theorie ist vielleicht ein bisschen schwerer, aber das Bauen ist total einfach eigentlich. So. Fängt an mit dem Lichtsensor hier oben links, der spendet Strom auf die Redstone-Leitung unten. Vier Redstone müssen dahin, die führen zu einem Block unten rechts, an dem eine Redstone-Fackel klebt und über die Redstone-Fackel kommt
die Redstone-Lampe. Tja, ich hoffe, es war verständlich. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Und vor allem dir, lieber Elkio. Gut, das war's. Wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt, wenn ihr irgendwelche Redstone-Konstruktionen von mir gebaut haben wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Ich werde es wahrscheinlich machen. Ihr könnt da relativ komplizierte Sachen reinschreiben. Ich kenne mich relativ gut aus. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Und dann, ja, werde ich vielleicht mal ein Video dazu drehen. Wer weiß. Gut, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschö, bis bald.